Monarchie und Mehl. Darum geht's heute in der Freizeit. Um die vielleicht berühmteste Süßspeise im ganzen Land. Ja, aber wer hat's jetzt erfunden? Und wir? Und wo? Und er? Er soll maßgeblich, eigentlich wahrscheinlich mit beteiligt gewesen sein an dem Mythos. Der Monarch halt, Franz Josef I., der Mo von der Sissi. Ja, das werden wir heute schon noch rausfinden, wie das alles war. Na, da hat er sich aber eine gewaltige Aufgabe vorgenommen. Ja, er ist gemeint, der Herr mit den gewaltigen Koteletten. Hallo? Ja, was hallo? Mehr Respekt, der Kaiser steht vor ihm. Ah, mich weiß, so ein Kaiserschmarrn ist das Schönste, weit und breit. Heute dreht sie in der Freizeit alles um einen Klassiker aus der Küche. Pfanne oder Ofen, mit oder ohne Rosinen und warum unbedingt Zwetschgenröster statt Apfelmus. Ja, Schmidt, das wird eine Aufgabe werden heute. Komisch. Es ist erstaunlich, wenn man sich diesen bescheidenen alten Herrn ansieht, den Kaiser Franz Josef. Da muss man sich fragen, wie kommt er eigentlich zum Kaiserschmarrn oder wie kommt der Schmarrn zu diesem Kaiser? Dabei muss man sich überlegen, dass diese Zeit, in der Kaiser Franz Josef regiert hat, die Hochblüte der Wiener Küche gewesen ist. Seit 1850 war die Wiener Küche bis 1914 wirklich in ihrer Hochblüte. Das heißt, dass in dieser Zeit diese ganzen tollen Gerichte aus den Provinzen, aus den Königreichen, aus den Ländern nach Wien gekommen sind. Wenn man sich fragt, was hat er dazu getan, dass er den Kaiserschmarrn sozusagen aus der Taufe gehoben hat? Es hat seinen bescheidenen Ansprüchen genügt, dass er eben solche Sachen auch gegessen hat. Ein bescheidener Mensch. Ein sehr bescheidener Mensch, aber völlig anspruchslos. Und man weiß auch, dass ihn sozusagen sein Kammerdiener den zerrissenen Rock wegnehmen musste, damit er wieder etwas Neues anzieht. Aber zerrissen war der Kaiserschmarrn, glaube ich, auch. Also von natürlich, dem her, lass ich mich jetzt anpassen, oder? Genau. Ich kann Ihnen zeigen, wofür den Kaiser gekocht wurde. Alles klar, so machen wir das. Frau Dr. Ingrid Hasslinger hat Geschichte studiert, 37 Bücher geschrieben, auch über die Wiener Küche, und hat 2500 Kochbücher daheim. Mehlspeisküche waren deswegen so wichtig, weil es ja in der Zeit der Monarchie 150 Fasttage gegeben hat. Also 150 Tage, an denen man kein Fleisch essen durfte. Wo sind wir? Wir befinden uns hier jetzt in der Hofburg, das sozusagen das Zentrum der Macht der Habsburger gewesen ist. Hier haben rund 2000 Leute gearbeitet, und da, wo Sie jetzt die Feuerwache sehen, war die ehemalige Hofzuckerbäckerei, und im Schweizerhof war die Hofküche. Und in der Hofküche gab es also 11 Räumlichkeiten, und eine Räumlichkeit davon war die Mehlspeisküche, und aus der Mehlspeisküche kam eben der Kaiserschmarrn. Ende des 18. Jahrhunderts haben die Köche verstärkt versucht, ihre Gerichte zu adeln und sie mit dem Prädikat Kaiser zu versehen. Damit wollte man andeuten, dass das Gericht besonders gut ist. Zum Beispiel eben den Schmarrn, Kaiserknödel, dann gibt es Kaiser Schöberl, dann gibt es Kaiser Koch. Und beim Kaiserschmarrn war das natürlich insofern auch eine wichtige Sache, weil der Schmarrn ja ein Armenleuteessen war, weil er ja sehr schlicht war. Und zwar ist dieses Prädikat Kaiser ja meistens bei einfachen Speisen und nicht bei irgendwelchen hochgestochenen Gerichten. Wo ist denn der Schmarrn eigentlich hergekommen? Das war das Senneressen, das, was auf der Alm oben gegessen wurde, war aus Milch, aus Butter oder Schmalz und Eiern und Mehl. Ursprünglich salzig, weil der Zucker unerschwinglich war. Der Zucker wird eigentlich erst im 19. Jahrhundert für breitere Massen erschwinglich durch die Erfindung des Rübenzuckers. Haben die ihre eigenen Hofzuckerbäcker gehabt? Oder gab es andere auch? Es gab da so Hoflieferanten und so weiter. Es gab die angestellten Hofzuckerbäcker, und dann gab es also prinzipiell 5
Bäcker und kein Hofzuckerbäcker, die ihr eigenes bürgerliches Geschäft hatten. Man hat also seitens des Hofes natürlich dort auch eingekauft, weil die oft bessere Qualität geliefert haben, also professioneller waren als die hier Angestellten. Und die gibt's noch? Es haben zwar schon einige zugesperrt, aber es gibt noch einige Hofzuckerbäcker. Also wie zum Beispiel den Demel, ja, den Sluka, den Heiner und den Gerstner. Und den Gerstner, den schauen wir uns jetzt an. When will you realize Vienna waits for you? Wir befinden uns hier in der ursprünglichen Hofburg, die aus dem Mittelalter stammt. Und das wird Schweizer Hof genannt. Das ist der Ursprung? Das ist der Ursprung. Größer war es nicht? Nein, größer war es nicht. Und später hat man dann hier in diesem Eingang die Hofküche untergebracht, wo man dann noch die Fenster sehen kann. Und draußen Zuckerbäcker und da Hofküche. Ja, Hofküche, ja. Und dann, wenn wir da durch diesen Durchgang durchgehen, kommen wir zum ehemaligen Zehrgarten, das heißt also zur Speisekammer des kaiserlichen Hofes. Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. Gerstner K&K Hofzuckerbäcker. Das K&K bedeutet kaiserlich und königlicher Hofzuckerbäcker. Und dort drin darf es eigentlich einen Kaiserschmarrn geben? Da drinnen gibt es sicher einen Kaiserschmarrn. Gerstner Wien 1847. Gibt es eigentlich irgendwo einmal niedergeschrieben, dass der Kaiserschmarrn jetzt sozusagen in der Welt ist? Ja, das gibt es. 1858 im Kochbuch der Katharina Prato, bezeichnenderweise die süddeutsche Küche, weil wir haben ja mit den Bayern sehr viel gemeinsam. Die süddeutsche das Küche? Das sieht man, also die Verbindung der Küchen Österreich und Bayern. Man weiß aber natürlich nicht, ob das Rezept von ihr ist oder ob sie das abgeschrieben hat oder ob sie es irgendwo gehört hat. Es ranken sich natürlich dadurch Geschichten rund um den Kaiserschmarrn, die nicht unbedingt begründet sein müssen. Aber die Geschichten, die liebt man ja ein bisschen, gell, in Österreich? In so. Österreich, ja, sicher, so manche. Ja, genau, der Kaiserschmarrn. Die wohl bekannteste Version erzählt davon, dass diese Mehlspeise 1854 erstmals der österreichischen Kaiserin Elisabeth serviert wird. Dabei passiert beim Anrichten der Süßspeise ein Malheur. Der Kaiser kommt spontan zu Hilfe und versucht, die Situation zu retten. Ein zerrissener Teig. Dies wurde später zum einzigartigen Merkmal. Der Kaiserschmarrn ist erfunden. Eine andere Überlieferung besagt Folgendes. Einst kreiert die Hofküche extra für Sissi eine neuartige Speise. Der Kaiserin, die ihr Leben lang streng auf ihre Figur achtet, ist die Komposition aus Omelettenteig und Zucker aber zu süß. Die Mehlspeise fällt in der Gunst von Sissi durch. Der Kaiser springt in die Bresche und probiert die Portion mit den Worten: Na, dann geben's mir halt den Schmarrn, den ihr da gekocht habt. Eine dritte Legende berichtet, das Gericht wird anlässlich der Hochzeit von Franz und Sissi 1854 erfunden und der neuen Kaiserin gewidmet, von den Köchen zunächst Kaiserin-Schmarrn getauft. Es habe aber dem Kaiser deutlich besser gemundet und wurde dementsprechend später umbenannt. Und? Was und? Hat er schon eine Ahnung, wie es wirklich war? Nein, es gibt ja so viele Möglichkeiten.
Außerdem sind wir ja erst in der Hälfte von der Sendung. Schau halt einmal in die Kuchel vom Gerstner. Das kann die machen, gell? Na bitte. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Für unseren Kaiserschmarrn brauchen wir Milch, Eier, Mehl, Zucker, ein bisschen Vanille, Rum, Butter noch für die Pfanne. Und in unseren Kaiserschmarrn kommen keine Rosinen hinein. Wie oft musst du den daheim machen, den Kaiserschmarrn? Wenn es nach meinen Kindern geht, alle zwei Tage. Na, ehrlich jetzt? Ja, gut. Zu jedem Anlass, zu jedem Geburtstag. Oder wenn ich mal frage, was kochen wir denn, Kaiserschmarrn? Aber auch nur, wenn ihn die Mama macht. Okay? Ja, weil den macht die Mama am besten. Ja, gut, okay. Also dann bin ich jetzt gespannt, gell? Weil dann musst du die für mich jeden zweiten Tag freinehmen. Wir machen unseren Kaiserschmarrn heute im Ofen und machen ihn dann nur im Finale in der Pfanne fertig. Das ist auch das Besondere bei uns und auch bei mir daheim. Durch den Ofen geht er mal viel höher auf und er kriegt auch viel eine schönere Farbe, so goldbraun. Hauptspeise oder Nachspeise? Also bei mir daheim ist das als Hauptspeise. Wenn man natürlich eine größere Menge macht, dann ist es im Ofen schon einfacher. Dazu müssen wir vorheizen, ganz wichtig, bei allem, was wir in der Backstube machen. Auf wie viel? Auf 165 Grad gehen wir. Ober- und Unterhitze? Nein, wir gehen auf Heißluft. Also Umluft quasi? Ja, genau. Gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. So machen wir's. Als erstes haben wir die Eier trennen. Wir brauchen Eiklar und Butter. In der Hofzuckerbäckerei vom Gerstner ist Manuela Brückmann Patissier und hat über 25 Jahre Erfahrung mit Süßspeisen. Saubere Arbeit. Passt, gell? Der darf ja nichts drin sein. Butter ist fett. Und Eiweiß und Fett schlägt sich dann nicht auf. Ah, verstehe schon. Wir geben den Zucker hinzu, aus einem guten Grund. Schlägst du nämlich nur das Eiweiß auf, haben wir zwar Luft drin, aber das hat wenig Stand. Mit dem Zucker hat das mehr Kompaktheit. Mehr Struktur, mehr Halt. Und wenn wir es dann miteinander vermischen, geht's nicht wieder so zusammen. Mhm. Ich habe mal jemanden kennt, der hat gesagt, für den Kaiserschmarrn schlagt sich das Eiweiß länger, als man denkt. Dann wird es noch stabiler. Da muss ich widersprechen. Man kann Eiweiß überschlagen. Überschlagen? Mhm. Das schaut dann nämlich so aus, dass wir lauter Wolken wären. Ja, dann ist es überschlagen. Dann verbindet sich es auch nicht mehr gut mit der restlichen Masse. Ja, verstehe schon. Zu unseren Dottern geben wir jetzt einmal die Milch dazu. Dann ein bisschen für den Geschmack geben wir noch einen Rum dazu. Ja, und ein bisschen Salz, wie in jede Süßspeise. Vanilleschoten, das ist gut so. Und es ist ganz wichtig, dass wir das da reingeben und nicht beim Eiweiß, weil die Vanilleschote ist auch fett. Super, und ich gebe da jetzt noch ein bisschen das Mehl dazu. Keine Brocken drinnen. Jawohl. Alles super. Dann sollten wir uns nebenbei die Pfanne vorbereiten. Weil wir wollen ja das im Ofen machen, aber in der Pfanne. Das heißt, wir brauchen da ein bisschen Fett drinnen natürlich. Ein bisschen Butter. Ja, und für weitere Tipps schauen Sie mal wieder auf unsere Internetseiten. Jetzt tue ich das raus, tue es da rein und hebe es langsam unter. Nicht ganz. Wenn ich das da weiter drüber heben würde, dann würde man wirklich viel Luft wieder rausrühren. Wir machen schon auch einen Teil so. Wir nehmen ein bisschen, so, sagen wir mal so ein Drittel. Das gehen wir mal darüber. Jetzt siehst du ja, das ist noch relativ flüssig. Ja, ja. Wenn ich das da jetzt einmal mit unterhebe, dann gleicht sich die Masse schon ein bisschen an. Und jetzt gehen wir das Ganze da rein. Da hinein. Alles klar. Ist das so okay unterheben? Mhm. Oder darfst du jetzt auch noch anders machen? Ich sehe, du bist so unruhig neben mir. Sieht man das? Nein, also zu viel schlagen wollen wir nicht. Nein, wollen wir nicht. Die Luft wieder raus. Wir nehmen vom Rand einmal alles mit, schlagen es in die Mitte und noch einmal vom Rand. Und fertig ist das Ganze. Ja, und der Teig, der kommt jetzt in die heiße Pfanne mit der zerlassenen Butter. Wie lang? 15 Minuten. Schaut gut aus. Vorsicht, heiß. Wir werden das jetzt rausstürzen. Ich schau nur, dass es sich auch gut löst. Vorsicht. Bitte, ja, ich bin bereit. Siehst du die wunderbare Farbe? Ja, das ist
Ich habe einen leichten Speichelsturz. Ja, ja, ja. Und der ja, Geruch. Ja, brauchen wir nicht drin, ja. Mhm. Jetzt lassen wir noch mal kurz so 2 Minuten ein bisschen rasten. Dann tun wir es leichter mit dem Zerreißen. Mit der Gabel, ganz wichtig, nicht schneiden. Nicht schneiden? Nein. Ist klar. Das Fluffige, hm? Das ist nicht schlecht. Aber noch nicht probieren, gell? Probieren sollte man jetzt noch nicht. Eine Qualitätskontrolle ist immer möglich. Was sagt der Meister? Ja. So können wir es lassen. Ich hätte jetzt noch eins draufgesetzt. Karamellisieren. Ja. Bisschen Butter dazu. Und jetzt, sei so gut, gib mir bitte was rein. Jawohl. Und fertig ist das Ganze. Amisch Messur, Kaiser Schmarrn ist das Schönste, weit und breit. Er kitzelt so beim Runterfahren. Das ist noch die einzige übrig gebliebene letzte Wiener frei. Herr Kaiser, und was sagen Sie? Waren Sie zufrieden damit? Respekt. Ja, genau. Ist er für mich? Nein, leider nicht. Den muss ich jetzt der Frau Dr. Haslinger bringen. Die warten nicht mehr auf mich. Genau. Haslinger. Ja, Herr Schmidt, wo waren Sie denn? Ja, ich bin schon da. Das ist fein. Schotterle, wenn Sie wollen, schauen Sie mal her. Kaiserschmarrn. Ein Kaiserschmarrn, ja. Na, sehr schön. Meine ganze Leidenschaft habe ich da hineingebacken. Okay. Schaut sehr schön aus. Also riechen tut er gut. Ja. Ha? Köstlich. Oh, gut, oder? Und flaumig. Oh. Wie er sein soll. Also ich finde, ich war großartig. Ja. Ha? Ja. Also den habe ich ja richtig hitzaubert. In Bayern machen wir ja Apfelmus dazu. Nein, das funktioniert gar nicht. Dabei? Erstens einmal ist der Zwetschgenröster leicht säuerlich. Aha. Ein Gegengewicht zum süßen Kaiserschmarrn. Und abgesehen davon wäre ein Apfelmus da also farblich nicht sehr appetitlich. Also wie würde man sagen, es schaut gespimm aus. Ach so, so gleich. Bei Nachsicht aller Dachsen kann man sagen, vielleicht ein Weichselkompott, vielleicht ein Kirschenkompott. Aber das ist das Ideale. Zwetschgenröster. Maximal Weichsel oder Kirschen, ja. Auf gar keinen Fall Apfelmus. Gut. Das ist jetzt eine Version, eine Wiener Version, ja, das vielleicht. Ist eine Wiener Version. Wenn man sagt, vielleicht, weil die sagen ja, sie haben sie erfunden. Wenn man überlegt, dass es von der Alm kommt, wird es anders ausschauen, weil es schaut ja eigentlich sehr elegant aus. Ja. Der Kaiser Franz Josef war ja zumindest einen Teil des Jahres in Ischl auf Urlaub in der Kaiservilla. Zwar meistens im August zu seinem Geburtstag, am 18. Aha. Und wenn Sie also den Kaiserschmarrn, den er in Ischl bekommen hat, kosten wollen, dann müssen Sie nach Ischl fahren. Vielleicht haben wir die ja den erfunden, hä? Möglich ist alles. Also fahren wir mir jetzt nach Bad Ischl ins schöne Salzkammergut. Heute dauert die Reise ungefähr 3 Stunden. Zu Kaiserszeiten waren es 3 Tage mit Zug und Schiff über den Traunsee. Na, da ist er ja wieder, der Herr Schmidt. Also, Bad Ischl? Oder ist das ein rechter Schmarrn, Herr Kaiser? Na, den kleinen Witz probiert. Ach, in Ischl war ich gern. Mehr als 60 Sommer lang. Gut. Natürlich gut. Hier findet er die Kaiservilla. Ein Hochzeitsgeschenk für mich und meine jugendliche Braut. Jenseits der strengen Rituale am Hof war diese Residenz der Himmel auf Erden, wie ich es selber einmal formuliert habe. Und wie gern bin ich zum Jahrgang gegangen. Sissi hat die Villa später an unsere jüngste Tochter vererbt. Sie ist noch immer in Familienbesitz. Teile sind öffentlich zugänglich und dort wird sie mein Ururenkel Maximilian Habsburg-Lothringen empfangen. Wo müssen wir? Da rein, bitte. Ui, hey. Sapralot. Wo sind wir? Ja, wir sind hier im grauen Salon. Hier hat das Kaiserpaar also zeitweise gefrühstückt. Da sind die gesessen? Genau, ja. Sissi und Franz Josef. Ja. Wer wo gesessen ist, weiß man nicht, gell? Nein, das weiß man leider nicht mehr genau. Aber ich denke, sie sind gegenüber gesessen. Und hier kann es
Eventuell ja, zum Frühstück ein Kaiserschmarrn ist, glaube ich. Ist jetzt nicht so üblich. Würde eher dann zum Mittag, denke ich. Zum Mittag. Und wo haben die Mittagessen? Also das Mittagessen, da gab es ein eigenes Speisezimmer, das zeige ich Ihnen jetzt. Gut. Also hier wäre der Speisesaal gewesen von der Kaiservilla. Hier drin? Hier, genau. Hier in der Mitte stand ein größerer Tisch. Ach so. Die Familiendiners waren also regelmäßig im Zeitplan des Kaisers. Wir sehen da links dann das Anrichtezimmer. Da darf ich mal hinüberschauen. Da wurde das Essen vorangerichtet. Und da ist jetzt ein gedeckter Tisch mit Originalstücken. Das sind Leihgaben aus der Wiener Hof- und Silberkammer. Mehrere Gänge gab es natürlich. Das Besteck immer rechts vom Teller. Das war also ein Teil des spanischen Hofzeremoniells. Und so hat man dann gegessen. Solche Diners haben bloß 45 bis 60 Minuten gedauert. Man durfte sich nicht wirklich über den Tisch unterhalten, sondern nur mit dem Sitznachbarn. Also wenn man Pech gehabt hat, war halt... Dann war es fertig. Wenn ich mir jetzt diese Besteckreihe anschaue, ganz links die große Gabel. Ja. Das könnte doch fast für den Kaiserschmarrn sein. Das ist durchaus möglich, dass mit dieser Gabel dann der Kaiserschmarrn am Schluss gegessen wurde. Haben die hier im Haus gekocht? Nein, also hier in der Kaiservilla wurde nicht gekocht, sondern es gab dafür ein eigenes Nebengebäude, das etwas später hinzukam. Aha. Die Diener hatten einen ganz schön weiten Weg von dort zur Kaiservilla zu gehen. Weil es darf ja nicht kalt werden. Und bei Wind genau. Und Wetter sind die dann da draußen quasi am Berg auf und haben die da... Nein, ganz so war es nicht. Da gab es einen Verbindungsgang mit dem Hauptgebäude. Unterirdisch? Ja. Für den Transport der Speisen waren Werkel eingesetzt worden. So haben die Werkel ausgesehen. Also das ist im Wesentlichen ein Metallcontainer, wo mit Holzkohlen gewärmt hier unten in der Schublade die Speisen transportiert wurden. So ein schöner Kaiserschmarrn, oder? Der hätte da drin ja auch praktisch einen schönen Platz gehabt. Stelle ich mir nicht so schlecht vor für seinen Werkel. Kaiserschmarrn, nur dass Sie das wissen, habe ich herausgefunden, in Wien erfunden. Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja. Da gibt es schon noch eine Geschichte in Bad Ischl. Von dem Kaiserschmarrn? Von dem Kaiserschmarrn, ganz genau. Sicher? Bin ich mir sicher, ja. Gut. Der Kaiser ist ein leidenschaftlicher Jäger, der gerne zu Ausflügen ins Gebiet der Rettenbachalm kommt. Einmal gerät die Jagdgesellschaft in ein schweres Gewitter. Man sucht Schutz in einer nahegelegenen Hütte. Seine Adjutanten fragen die Bäuerin, ob sie wohl eine Kleinigkeit zu essen herrichten könne. Als ihr einer der Männer ins Ohr flüstert, wer nebenan im Zimmer sitzt, misslingt ihr vor Schreck das Omelett. Die Sennerin versucht es zu retten und macht eine süße Mehlspeise daraus. Dem Kaiser schmeckt es überraschend gut. So gut, dass der Kaiserschmarrn erfunden ist. Zauner aus Wien hat mein Leibarzt 1828 nach Bad Ischl geschickt. Er solle sich nach einer geeigneten Zuckerbäckerei umschauen. Kinder, schnell, schaut's mal, das ist dieser Herr Schmidt. Ja, und dieser Herr Schmidt, der trifft gleich den Josef Zauner. Der ist mittlerweile in sechster Generation verantwortlich fürs Geschäft. Er ist gelernter Zuckerbäcker und er hatte lange eine eigene Kochsendung. Wir machen ihn lieber direkt in der Pfanne. Wenn man in der Pfanne ausbackt, bleibt er ein bisschen softiger. Bei uns ist der Original Kaiserschmarrn in Bad Ischl immer mit Rosinen.
Wir legen die Rosinen immer in Rum ein, dann gehen sie leicht auf. Und wenn man den Kaiserschmarrn dann bäckt, dann gibt die Rosine das Aroma ab und der schmeckt dann interessanter. Also wenn man mal so weit zurückdenkt, der Kaiser und die Sissi, die Kaiserin, haben eventuell vermutlich, wenn man mal drüber nachdenkt, Rosinen mitgegessen. Davon kann man ausgehen. Davon kann man ausgehen. Ja, wir kennen es im Bodischl nicht anders. Die Zutaten für den Kaiserschmarrn sind beim Zauner übrigens fast die gleichen. Mach ich so? Ja. Mach ich so? Ja. Ja, selbstverständlich finden Sie auch dieses Rezept auf unserer Internetseite. Und das wird schön verrührt. Anders kann ich es gar nicht. Der Josef sagt, den Teig cremig schlagen, den Eischnee schaumig. So. Rosinen, Donai. Die kommen später rein. Später. Beim Backen. Eine kompakte Pfanne ist ideal, ob das jetzt Gusseisen ist oder eine Niro-Pfanne. Beschichtet ist immer gut, keine dünne Pfanne, weil da die Hitze zu schnell zum Kaiserschmarrn durchdringt. Da kann es passieren, dass er zu schnell dunkel wird. Ja, das wollen wir ja nicht. Das Butterschmalz kann man schon reingeben. Du nimmst Butterschmalz und keine Butter. Butterschmalz ist halt 99% reines Fett. Wichtig ist, dass wir den jetzt schön gleichmäßig verteilen. So ist perfekt. So ist perfekt. Ja, Deckel drauf, dann bleibt die Hitze drinnen. Und dann bockt er auch an der Oberfläche gleich ein bisschen an. Gut. Das hat den Vorteil, dass dann die Rosinen nicht so leicht absacken. Schauen wir mal. Ja. Jetzt wird schon braun, jetzt kann man die Rosinen verteilen. Und wenn er leicht angebacken ist, schauen, dann bleiben sie an der Oberfläche. Und immer unten reinschauen. Ja. Vierteln. Vierteln. Und dann umdrehen. Wenden. Wenden. Perfekt. Na, wenn das kein idealer Kaiserschmarrn wird. So lassen wir ihn jetzt noch ein bisschen anbrutzeln. Ja. Deckt man zu, ist nie ein Fehler. Abschlecken darf man es nicht. Darf man nicht, gell? Dann zeig's ihn so ein bisschen. Ja. Jetzt machen wir da seitlich einen Platz und dann karamellisieren wir gleich einen Zucker. Da geben wir ein bisschen Butter dazu. So. Dann kriegt der Kaiserschmarrn so ein Karamellkrustel. Und jetzt durchschwinken, oder wie? Jetzt mischen wir den Karamell schön unter den Kaiserschmarrn. Oh, du schon her, also entschuldige mal. Ich würde sagen 5 Sterne. Danke, herzlichen Dank. War's großartig. Ganz mein Aber ihr. Sind wir gespannt. Beim Nei stehe ich ja schon knusprig. Genau, die Kruste. Josef, ich mag ja Rosinen. Ich mag Rosinen. Und ich finde Rosinen im Kaiserschmarrn wahnsinnig gut. Nein? Und wenn die so leicht karamellisiert sind, die Rosinen. So hatten die Sissi wahrscheinlich auch gegessen, oder? Davon kann man ausgehen. Und hat er es jetzt herausgefunden? Na, eigentlich jeder will ja Wahrheit haben, aber so richtig gibt's eigentlich keine. Doch, pass er auf, es war an einem Dienstag. Die Sonne schien. Wir waren verabredet und alle hatten einen Kuss. Ich hatte meinen Lieblingsschönen. Und meine Sehnsucht sei fast unästhetisch. Denn meines Lebens wonne Traum, das ist arme Spess. So ein Kaiserschmarrn ist das Schönste weit und breit. Er kitzelt so beim Runterfahren. Das ist noch die einzige übrig gebliebene letzte Wiener Freidame Speis. Ach, mir fehlen die Worte, ist die beste.